So, jetzt haben wir hier im Test das Schultheiß-Pilsener aus Berlin. Jo, das kommt in der 0,5 Liter Flasche mit Wasser, Gerstenmalz und Hopfenextrakt. Ja, kommt aus der Berliner Kindel Schultheiß-Brauerei in Berlin. Wer hätte es gedacht? Ja. Schöne Flasche erstmal soweit. Ja, so ein mittelalterlicher Typ, der sich schön den Humpen reinzieht. Das erweckt auf jeden Fall mein Vertrauen. Dann machen wir das Ganze mal auf. So, der Kronkorken zeigt das hier auch nochmal. Wunderbar. Und ja, das hat 5% Volumen Alkohol. Da sind wir doch mal gespannt auf das wunderschöne Pilsener. Dann geben wir das hier in das Glas. Mhm. Macht einen guten Eindruck, ne? Oh oh. Nein, da ist kein Oh oh. Perlt auf jeden Fall im ausgespülten Glas hier fröhlich vor sich hin. Feinporiger Schaum. Ordentliche Kraterbildung. So. Geben wir nochmal hier einen kleinen Schluck hinzu. Auf jeden Fall eine schöne Blume, die sich hier gebildet hat. Eine schöne Schaumkrone. Jo, und dann schnuppern wir mal. Ja, riecht schön nach einem Pilz. Hopfig. Wenig Malz erstmal. Ja, so ein schöner Pilzgeruch. Mmh, mhm, genau, den Geruchstest darfst du noch mitmachen, aber Geschmackstest lecker. Macht Papa alleine. Du, lecker. Ja, aber schmeckt nicht so gut, wie es riecht. Doch. Du hast keine Ahnung. Doch. So, Prost. Prost. Mhm. Schön feinperliges Mundgefühl. Die Perligkeit merkt man auf jeden Fall im Mund. Auch ein schönes, angenehmes Mundgefühl, kann man nicht anders sagen. Lässt sich gut trinken. Keine zu strenge Hopfennote oder keine besondere Malznote. Ja, ein schönes Pilz. Lässt sich gut trinken, aber ja, jetzt auch nicht außergewöhnlich, weil keine besonders starke Hopfennote oder keine dolle Malznote vorhanden ist. Trotzdem lässt sich gut trinken. Vielen Dank dafür.